So, ihr kleinen Echse 95-Kennern. Und so, Leute. Heute spielen wir Void of. Ne, wie heißt das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Void. Ja. Oder ein Zugspecher. Tür erstmal einriegeln. So. Ich habe schon ein bisschen gespielt, die Tasten euch auch jetzt. Ja. Ein bisschen leise, ich höre nichts. Ton ist also schon auf 100. Ja, Tür in Regel. So, Bremse jetzt. Vorgelöst. Signal ist grün und Abfahrt. Muss den Säbel mal zurück wieder machen. Guck mal, wieder zurück tun. Säbel. Und dann wieder vorne tun. Dann gibt er das Turbos IC. Und wegen das IC hasse ich. Also. Ja, wir können gleich 100 km/h fahren. Ich hab nur ein paar Vorbereitungen nur gemacht. So kurz eine Übung und alles. Jetzt darf ich in 200 Metern gleich 100 km/h fahren. Das ist eigentlich wenig für ein ICE. Der ICE, wenn die ICE, ich fahre eben gerade, kann bis 320 km/h fahren. Das ist eigentlich schon viel 320 für einen Zug. Ab 1,4 Kilometern darf ich wieder 100, 120 fahren. So, wenn der roten Pfeil nach oben geht, auf 100, dann darf ich fahren. Jetzt darf ich erst. So, jetzt. So. Jetzt darf ich wieder Vollgummi geben. Über einen Ort fahren. Der ICE kann nur, der ICE kann jetzt über Station rüberfahren. Darf ich nicht so anhalten, ne? Ja, warum wohl? Ist ja viel zu lang, glaube ich. Ja, ich glaube, 4 Waggons habe ich hinten drauf. Denke ich. Wenn es mir auch gefällt und wenn ich das weitermache, fetten Daumen. Ein ganz fetten. Ja, ich habe gerade also einen Livestream gemacht, aber es leckt irgendwie das Livestream. Jetzt habe ich 120 fahren. Ich weiß auch nicht, wie lange geht das Video, weil ich. Aber dann ist das Gutes und alles. Und kann braucht man eigentlich nichts machen, einfach hier sitzen und gucken, kann man Handy gucken, muss dann nur die Signale und das Kameraanzeige aufpassen, das war's. Aber ich spiele gut gemacht, finde ich. Und das Spiel kommt jetzt jeden Tag, dann kommt danach, wenn das Spiel fertig ist, danach Bus Simulator 2021, habe ich auch schon.
Der CD, CC. Mann, CC sage ich ganz ehrlich, das ICE. ICE war eigentlich bei Betriebsbahnhof, aber dann habe ich einfach auf den Bahnsteig kurz draufgefahren. Jetzt kann ich ja Möhre geben. Gleich da. Achso, ich darf schon 140 km/h fahren. Habe ich nicht gewusst. Boah, wie schnell ist das? Ich hoffe, es ist zu ihm alles dann gut. Was heißt über einen Ort fahren? Was heißt das? Weißt du das, Justin? Oder ich lieber anhalten, ne? Ja. Könnt ihr dann schreiben, was heißt über. Ich halte lieber so Sicherheit da an dem Bahnsteig. In zwei. Aber über einen Ort fahren, das heißt. Warte, ich kann kurz auf Handy googeln. Ich fahre mit 140 km/h. Ich fahre mit 145 km/h und ich kann einfach schön auf Handy gucken. Schön gemütlich. So, die Kneißer grün. Okay. Was heißt über ein Ort fahren? Ja, schnell Google. In 1 Kilometer bin ich da. Das heißt, ach, gar nichts. Dankeschön. Ja. Ich halte lieber das zur Sicherheit an. Aber das Signal ist da grün. Oder werde ich einfach rüberbrettern? Habe ich ja die Notbremse gezogen? Oh, habe ich. Ja, Störung, Notbremse habe ich aussehen gezogen. Ne, habe ich nicht. Okay, ich dachte. Doch, okay. Ich darf rüberfahren, okay. Wenn nicht, dann. Ich glaube schon. Ja. Oh, ich muss hier warten, ne? Oh, scheiße. Ich bin jetzt in Ort. Oh, warte bis 9:37 Uhr. Oh, scheiße. Ich bin. Oh, Jess, ich muss das 19. Kilometer jetzt fahren. Muss ich bis Düren? Was ist das, eine komische Stadt? Ja, dann wird das Video lang heute. Ich darf jetzt nur 110 fahren? Was ist das, ein Scheiß? Ist das ein Kacke, Alter? 110? Nur Justin, das ist wenig, ja. Oh, 2,5 Kilometer, 160 darf ich dann fahren. Ich möchte aber so 220 oder 280 km/h fahren. Signal. Grün.
Ja, ich mache jetzt die ganze Zugstrecke. Ist mir egal, wenn das Video eine Stunde geht. Aber es eh wird er. Ah, da ist ein Zug. Ich kann ja zupen, glaube ich, ne? Ja, Schuppe gerade. Ah, hat der andere Zug auch gehupt, glaube ich. Oh, jetzt darf ich hier wieder runtergehen. Wieder runter. Ah, jetzt darf ich wieder Gummi geben. Nein, was macht meiner? Falsche Taste. Zack, und jetzt kann ich 160 fahren. Justin, ja, ich kurzes Video sagen, ich mag keine Selbstgespräche, wir sind gerade im Party-Chat und Party geht es nicht zu reden, ne? Und weil dann hört ich nicht. Ich hab einmal, also warte, jetzt kommt kurz ein anderer ICE. Ich habe das Spiel auch mal, ich glaube, es war so ein anderer Spiel. Es sind da Rehe über die Schiene gelaufen und ich habe außerdem ein Reh überfahren. Und dann bin ich aber weitergefahren. Ja, was? Ich bin mit 200 km/h gefahren und der ICE kann nicht so schnell bremsen, ne? Mit 200 km/h. Oder was denkst du? Über ein Ort fahren. Das heißt, wieder den Ort rüberfahren. Muss ich. Oder was denkst du? Ich mit 200 km/h so schnell bremsen? Das geht eigentlich nicht. Ich erst mal denke, wie viele Minuten ist das dann, das Videoende? Weil es ist. Ja, rate mal. Ich weiß auch nicht, weil bei mir wird nichts angezeigt. Ja, noch. Okay. Ey, bin ich dann schon 16, Alter, schon alter Knacker-Opa. Noch 9,8 Kilometern. Ich glaube, über einen Ort heißt darüber fahren, weil habe ich auch gemacht und hat nichts. Aber ich musste anhalten, immer zeigt da gestanden. Warum muss ich da anhalten am Bahnsteig? Dann öffne ich da nicht die Türen. Und wenn das Signal grün ist, dann darf ich darüber fahren. Oh, ich freue mich, habe ich endlich die Spiele, kann ich endlich spielen. Das wollte ich. Ja. Oh. Ist er jetzt fertig umzubilden? Nee, okay, das heißt nein. Warum atmet Ellie so schwer? Ist Ellie heimlich ein Mops? Ist gut so, hört die Bälle nicht. Das ist wirklich gut.
Also waren gerade Kindergartenkindern, sind da gerade eben spaziert. 9:04, 9:44 ist auch hier in echt. Ne, 10:22. Okay, Justin, wie viele Minuten ist dann das Video zu Ende? Die 20? Wie viele Minuten ist das Video Ende bei dir? Oh, Justin, ich darf in 3 Kilometer 2, ich darf in 3 Kilometer 200 km/h fahren. Oh, Alter. Okay, dann breite ich einfach das jetzt rüber. Wenn das Signal rot ist, dann muss ich anhalten. Alter, muss ich das Signal früher anzeigen, nicht so spät. Fahre ich mit 150 da rein. Okay, Justin, ich fahre über den Ort wieder rüber. Ey, ich fahre den Ort wieder rüber. Weil da steht über ein Ort fahren. Da steht nicht nur irgend nichts. Ich hoffe, es ist Signalgrün. Und da muss ich eine Notbremse ziehen. Signal ist grün, okay. Jetzt 200. Oh, Justin, ich darf 250 gleich fahren. Ja, 200 Gummi. 20 Kilometer über einen Ort fahren. Hä? Wann ist denn eigentlich die Endhaltestelle? Ich bin gleich vor, darf ich 200 km/h fahren? 250. Wenn ich hier als echter Lokführer hier 250, da habe ich kurz. Habe ich gekotzt? Jetzt 200. Oh, jetzt 250! Gib Gummi! Alter, wie schnell ist das? Also, das so. Ja, das wird schon schnell. Ich bin einmal IC gefahren und der ist auch 200 km/h gefahren. Und ich habe rausgeguckt, ich habe große Augen gemacht. Ganze Zeit. Weil er war so schnell. Und ja, ich habe gepennt, weil um 6:20 Uhr kam das IC. Mein Zug ist fast umgekippt. Ich weiß nicht, ist so eine gute Idee mit 250, um die Kurven zu rasen, ne? Spielen. Ja, weiter spielen. Dann
Um 6:20 Uhr kam mein ICE, sind wir dann aus Berlin. Wir sind so knappes 8 Stunden gefahren mit ICE. Und habe ich gepennt. Und dann habe ich rausgeguckt, ja, ich habe verwundert, warum ist alles so schnell hier. Ja. Aber war schön gemütlich. Doch. Das war schön gemütlich drin. Die Sitze waren schön weich. Nee, nicht wie bei den RE2 sind da Sitze viel zu hart. ICE möchte wirklich noch einmal fahren mit ICE. Hat schön Spaß gemacht und alles. Tong, tong, tong. Ist auf bei Song. Alter, schon 10:28 Uhr. Wie viele Minuten mache ich schon? Aber ich mache die ganze Strecke. Ich schneide gar nichts, ich schneide nichts raus. Aber es ist das erste lange Video dann. Horem. Ist in 4 Kilometern über einen Ort fahren. Eine Trophäe erhalten. Ich habe eine Trophäe erhalten. Anfänger. Hey, ich bin kein Anfänger. Ich weiß die Knöpfe schon, ich weiß schon die Signale alles. Und wegen das bin ich ein Anfänger? In 1 Kilometer ist dann Horem. Signal ist grün, das heißt ich kann durch Bahnhof durchfahren. Köln Hauptbahnhof. Da ist die an einen Ort anhalten. Also da muss ich anhalten noch. Ja. 9:59 Uhr muss ich da sein und jetzt ist 9:51 Uhr. Und es ist in 16 Kilometer. Schaffe ich, dann bin ich wieder früher da. Glaube ich. Wenn ich weiter jetzt mit 250 durchrase. Aber die Lokführer probieren es wirklich, früher an die Bahnsteig zu sein. Ich muss gucken, was ich in die Kommentare mit den Titel schreibe. Weiß ich nicht. Aus 10 Kilometern und ich habe noch 6 Minuten noch. Weil der ICE ist nur zwei Bahnsteige angehalten. Die ersten Bahnsteige und jetzt das zweite bei Köln Hauptbahnhof.
Oh nein, Mann, oh. In 3,5 Kilometer darf ich nur 160 fahren. Ja, habe ich gesagt, ich mache die ganze Strecke das Video. Mache ich. Boah, wenn es. Ja, aber ist eh gleich. Bin eh bei Endstation gleich. Noch 6 Kilometern. Habe ich noch 5 Minuten noch. Ne, 6 glaube ich noch. So, jetzt muss ich die Lampen schon runterbremsen. Langsam schon. Man bremst das nicht. Jetzt langsam runterbremsen. Weil ich bin gleich bei Köln Hauptbahnhof angekommen. Ja, ruhig bleiben IC, Mann, ich mach schon 100. So. Hundertsechzig. 4 Kilometer nur noch. Aber ich finde, das macht Spaß, das Spiel. Für mich, aber ich bin so ein Eisenbahnfreak. Das ist natürlich, macht's für mich Spaß. Ich schon mal, ich habe schon einen kleinen Anschwung gespielt. Zugsimulator. Am Bus. 1 Kilometer, 70 km/h nur noch. Und dann. Ich glaube, dann bin ich 3 oder 2 Minuten früher da. So, jetzt runterbremsen langsam. Ich sehe schon langsam runterbremsen. Weil ich möchte die Leitstelle keinen Ärger bekommen. Oh, Alter, jetzt fühlt es wirklich so langsam an, der ICE. Ich darf nur 60 gleich fahren. Irgendwie langsam. Und ich muss jetzt 2 Kilometer 60 km/h fahren. Noch. Ja, aber dann bin ich eh früher da. Ich war ganz gut in die Zeit, war ich. 1,6 Kilometer und noch 3 Minuten Zeit. Dann bin ich 2 Minuten früher da. Ich glaube, bei der Bahn schaffe ich jeder Stelle früher, glaube ich. Das schaffe ich. Hey, wie viele IC? Warum ist ein IC da verbrannt? Das sind zwei Wagen schwarz oder braun, weiß ich nicht. Ich glaube, war braun. Ja, ausgesagt. Noch 2 Minuten und ich bin jetzt gleich da. Dann habe ich 1 Minute Verfrühung. Da, warte, ich muss Ansage machen. Mikro, warte. So, warte, Mikrofon anmachen. Guten Tag, Damen und Herren, hier spricht Zugführer. Wir erhalten in 500 Metern Köln Hauptbahnhof. Das ist die Endstation. Wir bitten uns alle auszusteigen. Dieser Zug endet hier. Und Dankeschön für eure Mitfahrt bei der Deutsche Bahn. Liebe Damen und Herren, wir sind eine Minute früher bei der Endstation angekommen. Wir danken uns für die Mitfahrt und Ihre Bewertung könnt ihr bei der Deutsche Bahn App bei deutschbahn.de.
Ey, eine Minute früher Ankunft. So. Aber das Gute ist, ich kann aus dem IC aussteigen. Kann ich aus dem Fenster gucken? Schade. Pünktlich. Warte bis 10 Uhr. Also ich muss. Ach so. Ah, ich muss dann bis. Ich glaube, muss man zu der Endhaltestelle muss ich dann hin. Zu dem Betriebsbahnhof, glaube ich, muss dann hinfahren noch. Ich muss jetzt warte bis. Bis warte sie bis 10 Minuten. Kann ich schon einriegeln. Alter, danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie sich abgeschnitten haben. Okay, jetzt so. Oh, ja, Köln Hauptbahnhof. Eine Minute früher da. Alle Stationen pünktlich. Ich weiß nicht, ich bin 69, ich bin 70 Kilometer gefahren mit ICE. Minuten habe ich das gebraucht, das Video, glaube ich. Zeit benötigt, steht ja 31 und so Leute. Und das Video, glaube ich, kommt. Es wird erstmal das wohl diesen Zugspiel also installiert, weil es sich richtig fertig nicht installiert. Und danach kommt das Video. Ich glaube, das Video kommt erst 18, 19 Uhr raus. Und dann bis morgen und